So, guten Abend, hallo und willkommen zum Weekly Checkpoint mit mir, Arthur King. Ich bin der Spielerautor von Five Goddesses und hier gibt es einmal einen Wochenrückblick und einen Wochenausblick in dieser ja, kurzen YouTube-Live-Sitzung. Ihr könnt es euch gerne im Nachgang anschauen, aber wenn ihr hier live dabei seid, könnt ihr auch hier gerne eure Fragen im Chat stellen. So, erstmal, bevor es losgeht, eine organisatorische Frage. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Soll ich mich hier so normal hinstellen oder mit meiner Verkleidung? Also, ne, die, die mich auf den Messen gesehen haben, kennen das schon vielleicht. Und zwar meinen Arthur King-Mantel. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ich das nächste Mal hier so auftreten soll, immer mit dem Mantel. Ach so, wenn dann natürlich richtig und komplett mit der Kette. Ich mache das heute mal mit Mantel. Auf den Messen gibt es dann immer die volle Montur. Aber so schaut das dann aus. Hier auch noch mit Rot. Okay, dann geht's los mit den Themen. Vom Ablauf her ist es so, dass ich ja auf den Discord gehe, auf unseren, und einmal die Ankündigung der Woche einmal vorlese oder wir uns anschauen, was da so los war. Und es gibt dann noch einen Ausblick auf die Woche. Dann einmal zum Discord. Ich bin jetzt hier auf unserem Discord in dem Kanal Ankündigungen. Also den Link zum Discord findet ihr unter den Linkbeschreibungen auf YouTube. Wir schauen uns mal an, was passiert ist. Es gab das Q3 Conqueror Five Goddesses Event. Das ist ein Turnier, wo im Gefechtsmodus, also das kleine Spiel, ja, ein Turnier stattfindet und man gegeneinander antritt. Das ist jetzt ja vorbei und die Sieger stehen fest. Wir haben einmal die Platzierungen. Der Tom hat den dritten Platz gemacht, der Jan den zweiten und Fabo den ersten Platz. Es gab auch Medaillen, die sind per Post rausgegangen und ich habe auch schon gehört, dass die ersten angekommen sind. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Es war wieder ein aufregendes Spiel, aufregende Spiele. Ihr könnt die euch auch anschauen. Das Event wurde aufgenommen und ihr könnt es euch auf YouTube ansehen. Es ist auch hier hochgeladen, das Q3-Event. Da sind schon ein paar echt tolle Spielzüge mit dabei und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Sehr sehenswert. Dann gucken wir mal weiter. Es gibt die ganzen Punkte, sind in eine, ja, ganze Jahreswertung reingeflossen. Es gibt die Liga Nexus Invictus. Die erste Spalte zeigt halt die ganzen Namen an die Personen, die mitgemacht haben, die Spieler. Dann die Gesamtpunkte in der zweiten, die sich aufteilen auf, also die zustande kommen. Einmal die Punkte der Turniere. Pro Turnier und Platzierung kriegt man ja eine gewisse Punktzahl. Und es gibt auch Bonuspunkte, die man sammeln kann. Also allein schon für die Teilnahme am Turnier gibt es schon einen gewissen Grundpunkt und so wird man halt ja für die Teilnahme indirekt belohnt. Dann gibt es noch die Länderkennung und die Bundeslandkennung, denn diese Punkte, die werden ja auch gleichzeitig für eine Bundesliga-Tabelle genommen. Also da gibt es unter Google Maps, der Link, den Link gibt es ja auch auf Discord. Könnt ihr sehen, wer gerade aktueller Bundeschampion oder Bundeschampioness ist. Ganz rechts findet man noch die Platzierung der jeweiligen Spieler. Und hier mit 48 Punkten ist auch jetzt der Fabo auch führend in der Gesamt-Nexus Invictus Liga. Gefolgt vom Pseudo, dann Charagon. Das hat sich jetzt ein bisschen getauscht. Das war letztes Mal in Q2 noch andersrum. Auch über die neuen Spieler, Spielerinnen freue ich mich sehr. Und jetzt ist auch schon die Q4-Anmeldung online. Also ihr könnt euch über den Link
anmelden oder mir einfach Bescheid sagen, hier auf Discord, schreibt mich einfach an, ob, dass ihr auch Interesse habt. Und ja, wenn ihr sagt, ja, aber ich kann noch gar nicht so gut spielen, ich habe das vielleicht gesehen auf der Messe, mir wurde es ein bisschen gezeigt, schreibt mich auch hier gerne an. Ich zeige euch gerne das Einführungsspiel. Wir haben hier auch online, können wir auf alle Karten zugreifen und nach 20 Minuten könnt ihr das Spiel spielen und könnt auch schon mit dabei sein. Aber das ist ja das Tolle, dass ihr beim Online-Event halt auf alle Karten zugreifen könnt. Die Deckbauregel ist ja 3 Bezwingerin, 5 Astral, 5 Rüstkammerkarten und aus dem ganzen Pool könnt ihr direkt schöpfen und mitmachen. Also da keine Sorge, es ist recht entspannt und ich bin der Hauptjudge und greife euch da unter die Arme. Also gerne mich anschreiben, mit dabei sein. Q4 ist jetzt die Umfrage gestartet. Wann, das wird dann so die Ende im Dezember halt das Turnier stattfinden. Und ja, es fühlt sich auch schon jetzt auch recht schnell. Dann geht's weiter. Schauen wir mal. Genau, das ist das gerade, was ich erzählt habe. Q4-Event startet jetzt. Gerne bei der Umfrage mitmachen. Also es gibt auch immer hier aus der Hauptseite einen Link zu der Eventseite. Können wir mal reinschauen. Und hier gibt es eine Abstimmung, wann wer wie kann, damit wir die größtmögliche Schnittmenge haben. Die Umfrage läuft noch 9 Tage, also ist noch viel Zeit. Dann ja, haben wir eine neue Ankündigung, schon mal ein Teaser, es dauert aber noch, aber hier auch schon mal ein Hinweis auf die Zwischenwelt. Die Zwischenwelt, es gibt ja 5 Göttinnen und 4, also 4 Fraktionspacks, die gibt es ja schon mittlerweile im Handel. Die Mittelwelt, Unterwelt, Oberwelt und Astralwelt. Und jetzt kommt, oder jetzt ist in der Entwicklung und Ausarbeitung die Zwischenwelt. Und da ist das ganze Thema so Richtung Portale, Weltraum, weil die Zwischenwelt sich um Astra Godessia herum befindet. Und hier ist auch schon so ein verschleiertes Bild von einer Bezwingerin. Da hinten sieht man auch schon ein Portal. Mehr kann ich hier auch noch nicht sagen. Aber es geht so halt in Richtung Weltraum, Weltraumstation. Und wer halt so ein bisschen düsterer mag, auch von den Alien-Filmen vielleicht. Es gibt ja so einen kleinen Hinweis auch auf Instagram. Der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Da geht es auch so in diese Richtung. Also Zwischenwelt ist jetzt in der Bearbeitung. Da sind wir dran. Auch hier gerne schon mit auf Discord mit dabei sein, denn es fließen ja auch schon die ersten Karten von der Spielmechanik ja auch ins Online-Spiel rein. Und da könnt ihr auch schon vorab, also bevor es gedruckt wird, so per Q225 oder auch zu Polaris oder zu der ersten Leipziger Messe. Ich gucke nochmal, Polaris Hamburg vielleicht. Da kann das Spiel erscheinen, die Zwischenwelt. Aber man kann schon die Karten vorab im Online-Game einmal schon spielen, testen, mitmachen. Ja. Also hier gern mit dabei sein. Zwischenwelt. Vielleicht mal ein größeres Bild. Ja. Dann ist, was jetzt neu rausgekommen ist, sind die Bilder. Wir haben auf Messen, also wir testen immer so ein bisschen was an Merch und an Produkten, um auch noch die Bandbreite des Supports für das Kartenspiel und für die Künstler zu erweitern. Und auf den Messen, das kennt ihr vielleicht, gab es ja mal halt dieses Modell von den Bildern mit dem schwarzen Rand. Das sind auch sehr, sehr leicht. Ne? Das ist so ein hochmoderner Schaumstoff mit den Farben. Das wurde ein bisschen getestet, sehr schön. Und was jetzt halt das Rennen gemacht hat von den Bildern her, ist halt ein Druck auf eine Aluplatte, Alu-Dupont. Und hier, ne, da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, weil es gibt 2 Varianten. Es gibt einmal hier, das ist immer 20x20 in glänzend. Ja, glänzend,
halt den Vorteil, das sind halt sehr schöne strahlende Farben und jedes Bild wird auch mit einer modernen Magnetwandhalterung mitgeliefert. Das ist natürlich sehr schön, also in diesen Formaten, es hat einen sehr schönen Sammlereffekt, dass man sich das halt auf der Wand platzieren kann. Aber man kann es ja auch immer auch umstellen. Wenn man dann halt ein bisschen einen Tapetenwechsel haben will, dann einfach irgendwo anders platzieren. Oder wenn neue Bezwingerinnen dazukommen oder eure Lieblingskarten, dann könnt ihr die auch unterschiedlich platzieren. Hier gibt es noch die Variante in Matt. Ja, die spiegelt natürlich nicht so. Ich finde persönlich das Glänzende so schicker. Ja. Aber hier gibt es halt die beiden Varianten, auch hier wieder mit der Befestigung, der Magnetbefestigung, die ist dann auch schon mit dabei. Auch schon im Online-Shop, also wenn ihr die Five Goddesses Künstler unterstützen wollt, noch gerne die Artworks mögt, dann gerne unter Five Goddesses, also 5 Zahl, 5goddesses.de, da gibt es das jetzt auch zu erwerben. Genau, in die Kommentare auch reinschreiben, ob es glänzend oder matt sein soll. Und könnt auch gerne reinschreiben, ob ihr euch auch noch ein... Hallo, hey Pseudo Games. Hi. Ob ihr euch noch ein Autogramm wünscht. Dann könnt ihr das reinschreiben, ob vorne oder hinten. Gut, also das gibt es. Und hier nochmal, es gibt auch eine sehr große Auswahl. Also nicht nur die Bezwingerin selbst, sondern auch so... Ich versuche da alle möglichen Artworks, also alle Artworks, die wir mittlerweile haben, auch dort anzubieten. Also auch von Astralkarten oder auch Rüstkammerkarten. Ja, wenn ihr da eine bestimmte Karte feiert und sammelt oder Artwork, dann ist die da, steht die da auch zur Auswahl. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, auch hier im Discord, gerade da wir über die Artist-Bilder gesprochen haben, es gibt auch noch einen Link zu einer Übersicht, wo alle Artist-Karten aufgelistet sind in einer Tabelle. Dort könnt ihr gezielt nach Namen suchen und auch mal schauen, wie viele Artist-Karten gibt es denn überhaupt. Ja, dann nochmal eine Darstellung, wie gerade das Verhältnis von Support zu den aktuellen Künstlern dasteht. Hier freuen wir uns immer sehr über Support. Und ja, auch hier ein großes Dankeschön an Benjamin, der jetzt auch neu dazugekommen ist. Hier in das Modell Artist Support und Playcard Unlimited. Danke für deine Teilnahme und deinen Support, denn... das, was dann hier reingeht, damit beauftragen wir halt die Artists, ne, um die Bilder weiterzumalen. Und Benjamin, mit dieser ja, Mitgliedschaft hast du auch noch Zugriff, also Benefits, auf alle Five Goddesses-Karten, die du jetzt spielen kannst im Online-Spiel. Und da gibt es auch noch pro Quartal einen Ehrenpunkt, den du nutzt. Die Ehrenpunkte kannst du nutzen, um die gegen physische Karten einzutauschen. Und da gibt es so eine Punktetabelle. Also auch hier einfach das Mitmachen bei Turnieren oder das Aktivsein, dafür kann man Ehrenpunkte sammeln und die halt gegen richtige Karten halt eintauschen. Genau, auch die Teilnahme an dem Quartalsevent ist dann auch in dieser Support-Mitgliedschaft kostenlos. Einmal in den Quartalsevents kannst du dann Benjamin dann mitmachen. Sehr schön. Und willkommen in der Community. Dann, ja, der Hinweis auf den Checkpoint, 18 Uhr. Da soll ja so eine Regelmäßigkeit stattfinden, um auch so ins Gespräch und in den Austausch reinzukommen. Ihr könnt euch das gerne auch im Nachgang anschauen. Das wird dann hinterher noch hochgeladen. Aber hier könnt ihr im Live-Chat mir Fragen stellen. Ja, ne, zum Beispiel jetzt von Jan, genau. Ich schaue mir das im Discord dann im Nachgang auch nochmal an. Das war der Wochenrückblick. Ach, dann noch jetzt der Wochenausblick. Es steht jetzt an, ja, morgen und übermorgen, Spielewelt in Bielefeld. Ich teile einmal wieder den Bildschirm für Instagram.
So, jetzt sind wir hier auf Instagram und ja, hier nochmal ein Hinweis auf die Nexus Invictus, auf die Quartalsanmeldung. Ne? Das ist auch das Jahresfinale. Hier vielleicht interessant. Es wird auch, also für den Jahressieg gibt es auch die Gummimatte, die Spielgummimatte mit dem Bundfenster-Bild. Davon gibt es halt nur 5 Stück. Davon wird es auch nur 5 Stück geben. Das ist eine limitierte Matte mit dem Buntglas-Design. Und in diesem Jahresende geht dann die zweite raus. Ja, hier der Hinweis, also Wochenausblick, Spielewelt in Bielefeld am 9. und 10. November. Wir sind dann mit einem Stand wieder live vor Ort und präsentieren Five Goddesses und ja, spielen mit euch ein wenig. Kommt gern vorbei, kommt an den Stand. Es gibt auch wieder Anna als Cassandra verkleidet, ich als Arthur King und natürlich gibt es auch wieder die goldene Box. Ja, also kommt vorbei, schaut euch das Ganze an und zieht eine Karte aus der goldenen Box, wenn ihr noch keine habt. Samstag und Sonntag sind wir vor Ort. Dann hier noch ein kleiner Teaser, wieder Hinweis auf die Zwischenwelt. Das soll nochmal so die düsterere Stimmung zeigen. Und ne, ich hatte vorhin das Beispiel gebracht mit, ne, wer Alien mag, der wird hier bedient mit dem Artwork. Ja, man kann noch nicht ganz so viel sehen, aber wenn man so ein bisschen sich die Bilder anschaut, dann gibt es auch schon Hinweise auf die Krallenhand oder auch auf den, ja, weiß ich nicht, ist das ein Skorpionschwanz oder halt auch ein Hinweis auf den Kopf. Ja, so ein kleiner Teaser, damit man schon so ein bisschen was hat. Wo entwickelt sich die Zwischenwelt hin? Ach, hier noch eine Sache. Es gibt noch ein Produkt. Auf den Messen fanden die Spieler immer die großen Würfel ganz gut. Und die haben wir jetzt dann auch zukünftig im Shop. Die sind dann jetzt hier auch immer mundgerecht verpackt in so einer Verpackung. Kann man auch sehr gut als Aufbewahrungspäckchen nutzen. Und da sind halt die ganzen wichtigen Spielewürfelfarben drin. Auch neu einmal der schwarze Würfel für Schande, wenn das zustande kommt, und einen weißen Würfel so für den Berserker-Marker oder einen random Hinweis für die Zeit. Die könnt ihr auch verwenden. Ja, die werden jetzt auch kommen, schön verpackt, die gibt es dann auch. Gut, ich schaue nochmal in den Chat, ob noch irgendwie Fragen sind, ob noch was vergessen wurde. Ich gehe auch nochmal in mich. Ich denke mal, ich habe alles erwähnt. Zu lange soll das Video auch nicht gehen. Das ist ja nur ein Checkpoint Weekly. Und gerne weitere Fragen direkt auf dem Discord. Also danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.